Was, wenn ich mich hinsetze? Voll schwer! Hey, hey. Komm mal kurz! Nein! Hey Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Hallöchen! Zu einer neuen Challenge! Ja, wir machen heute... Dani hat was vorbereitet, also kann es... Ja. Nur langweilig werden. So, bitteschön. Danke. Wir hören zu. Wir machen heute... Langweilig! Das war's. Schritte-Challenge. Eine was? Eine Wer macht weniger Schritte-Challenge. Okay. Ich habe unterschiedliche Aufgaben mir überlegt, die wir machen müssen. Und je nachdem, wer Lies weniger... ein Buch. Wer weniger Schritte macht bei dieser Aufgabe, der hat dann die Aufgabe gewonnen. Okay. Also ist nicht 24 Stunden, sondern du hast ein paar Challenges vorbereitet. Genau. Okay, sehr gut. Die wir machen müssen. Sehr, sehr gut. Und wir dürfen Hilfsmittel verwenden, die wir möchten. Ah, okay. Warum bist du denn so tief? Hallo. Ja, ich habe schon verstanden. Okay, was ist Aufgabe 1? Starten Aufgabe wir direkt 1. oder musst du ja. jetzt was vorbereiten? Nein, wir starten direkt. Okay. Und es fängt auch ganz easy peasy an. Wir müssen von hier bis zu deinem Studio kommen, bis zur Tür. Also von Tür zu Tür werden die Schritte gezählt. Es rattert. Ja, ich verstehe. Ich will anfangen vielleicht. Dann gib mir mal deinen Schrittzähler. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Oh, ey, die ist sowas von unfähig wieder. Ich muss das hier öffnen. Hallo, jetzt noch WhatsApp beantworten und... Ja, klar. Ach, hallo, Mama. Hey! Also, ich habe heute schon 1109 Schritte gemacht. Und wir zählen dann quasi ab da immer weiter. Oder wie? Kannst du nicht bei 0 anfangen? Ich weiß es nicht, ich guck gerade. 10 Jahre später. Okay, wir haben es jetzt gelöst. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Und wir schreiben hier quasi immer auf. Wir haben den Startwert 1206 Schritte. Weil das immer Tageswerte sind? Genau. Okay. Was, wenn ich mich hinsetze? Ich weiß es nicht. Und dann den hier mache? Aber dann bewegst du auch deine Beine auf. Ja, dann muss ich... dann bewegst du so auf. Bis wohin? Bis zu deinem Studio. Bis vor die Tür. Brauchst du irgendwas? Gib mir das Kissen bitte. Ja, das musst du dir nehmen. Also ich bin kein Hilfsmittel. Okay, du schiebst dich jetzt also mit dem Kissen über den Flur. Ich versuche jetzt voranzukommen. Oh, ist das wundervoll. Ja, was? Ist doch eine Möglichkeit, oder nicht? Keine Ahnung, aber du bewegst doch deine Beine trotzdem. Kann ich kurz zwischengucken? Ja, kannst du. Ja, guck mal bitte. 1241 hast du. Okay. Boah, das sind aber viele Schritte. Hm. Okay, komm. Ich versuch's mal so. Vielleicht wird es einfach mal eine Weitpunkt-Challenge heute. Geh mal! Geh doch! Du hast ja keinen Stress. Das sieht aus wie Spider-Man auf Urlaub. Okay. Okay, ich bin da. Gut. 1262. Na, Opa. Wie machen wir das? Gehst du jetzt von hier zurück oder? Weil ja, ich kann ja von hier einfach direkt wieder dahin gehen. Bis zu dem Tisch, weißt du, ne? Suchst du auch jetzt was? Am besten wäre natürlich so ein Skateboard gewesen. Ich glaube, ich versuche das auch mal mit deiner Technik. Spider-Man of Wish? Ja. Ja, das waren schon mehr Schritte. Oh Mann, ey. Hallo, nicht so schnell. Ich mache das jetzt einfach so hier. Sehr gut. Keine Balance. Ich glaube, so verlierst du eher. Wie jetzt, so verliere ich? Ja, mach erstmal. Warum verliere ich? Das ist echt schwierig. Du hast was da hinten vergessen, aber. Was? Du hast was da hinten vergessen, guck mal nochmal. Ich hab nichts vergessen, du willst nur, dass ich wieder zurückgehe. Okay. Okay, so. Ich hab locker gewonnen. Das ist doch nicht wahr! Als ob du nur 12, 13 Schritte gemacht hast und ich so viele. Du hast 17 Schritte gemacht und ich habe wie viel? Knapp 60 Schritte, das kann gar nicht sein. Natürlich kann das sein. Also ich mach mal so, von 1262 zu 1279.
Als ob du, denkst du nicht, dass das irgendwie ein bisschen fehlerhaft sein kann gerade? Natürlich kann das fehlerhaft sein, das ist ein Handyschrittzähler. Toll, ja, okay. Was hast du als Nummer 2 geplant? Treppe laufen. Okay, dann startest du aber hoch diesmal. Und runter. Ja, ich fange an, ist okay. Wir nehmen das Handy mit zu der Treppe, zu der Wendeltreppe. Ja. Dann will ich mal gucken, wie viele Schritte du brauchst hier für die Treppen. Das Coole ist, ihr könnt das auch zu Hause nachmachen, Leute, ne? Wir beobachten das von hier oben. So würde ich das absolut nicht machen, aber gut. Warum denn? Mach, ist okay. Ja, dann bleib doch mein Bein dann gerade. Ansonsten zählt's das doch. Mach gerade Liegestütze auf der Treppe. Du musst auch irgendwie wieder hoch, ne? Voll schwer! Oh. Das war anstrengend. Okay, reicht? Ja, reicht. Mit den Füßen ankommen. Okay. Auf der untersten, also auf der... Ja. Hallo, hast du das jetzt in deinem rechten Bein, das Handy? Klug, aber nicht sportlich. Aber das stimmt. Ich habe auch nie behauptet. Du siehst echt aus wie eine Oma bei sowas. Also eine Oma würde das definitiv besser hinbekommen als du. Ich hab noch. Ey, das ist. Wie du übertreibst einfach. Ja, ich will einfach am besten nur Schritte. Okay. Gut, geschafft. Locker, oder? 1333. Okay, guck, und das waren jetzt mehr Schritte als. Hä, voll schlecht? 46 Schritte. Okay. Toll. Gut, dann mach zu. So, und das, was du nicht gemacht hast. So und dann so. Ah, das ist natürlich auch schlau. Ich weiß natürlich nicht, aber wie machst du das? Sprungzählen. Und wie machst du das dann rückwärts? Also nach oben? Ja, mach dir keine Sorgen. Ja. Okay. Zählt und wieder zurück. Ja, gut, okay. Also du warst auf jeden Fall schon mal schneller. Ja. Und ich war definitiv so, mehr. So, dann guck mal. Wow! Ja! Heftig! Das waren gerade mal acht Schritte. Also. Ist der Wand ist dann nachprobiert. 1359. Ja gut, ist glaube ich aber immer noch drunter. 26 Schritte. Ja. Und du hast über 26 auf jeden Fall. Definitiv. Damit geht's. Okay, dann geht es an dich. Challenge Nummer 2 geht auf jeden Fall an mich. Okay, aber das war auch verdient. Das war sehr viel besser in der Taktik. Finde ich auch. Hättest du das bei mir als erstes gesehen, deswegen wollte ich, dass du das als erstes machst, hättest du es vielleicht nachgemacht. Und das wollte ich eigentlich nicht. Nee, ich glaube, ich hätte mich hingelegt. Also ich wäre einfach umgefallen dabei wahrscheinlich. Ja, das stimmt auch. Okay, das war Challenge Nummer 2. Steht 1:1. Wie sieht es aus bei Nummer 3? Okay, wir sind jetzt wieder in der Cloud. Und du siehst ein bisschen fertig aus. Ja, ein bisschen. Aber es ist okay. Also wir haben jetzt eigentlich etwas, was gar nicht so viele Schritte benötigt. Die nächste Challenge ist, ein TikTok-Video aufnehmen. Aber... mit vollem Setup, also 2 Lichter inklusive Akkus, das heißt, die Lichter müssen leuchten. Okay. Dann Stativ. Okay. Du kannst ja auch dein Handy nehmen, dann zum TikTok aufnehmen. Okay, so machen wir das. Okay, dann nehme ich dein Handy. I follow you. Ich weiß schon, wie ich das mache. Okay. Ich muss jetzt nur wirtschaftlich denken. So. Wirtschaftlich? Ja, zumindest in der Bewegung. Kahn denkt wirtschaftlich. Jetzt geht's los. Ja, aber du darfst nicht im Weg stehen. Das stört mich gerade. Ich stehe nicht im Weg. Ich wollte gerade hier... Okay, warte. Ich setze mich auf den Tisch. Da kann ich dich ja eigentlich gar nicht stören. Das ist Licht 1. Ich habe drüben auch Lichter und ich muss sowieso nach drüben. Komm mit. René! Komm mal kurz. Oh Mann, René, warum läufst du jetzt gerade hier lang? Das geht nicht. Doch. Oh. Wir machen gerade eine Challenge. Okay. Ja. Und zwar ist die Challenge, so wenig Schritte wie möglich machen. Ich muss jetzt kurz in mein Studio. Kannst du mich vielleicht kurz dahin tragen? Aber auch nur das. Oder? Ja, doch, komm. Nein! Aber ich weiß nicht, ob das halt Schritte zählt. Das ist das Problem. Das weiß ich auch. Zählt nicht. Vor meinem Studio. Und? Ich glaub es nicht. Wie kann man eigentlich so Glück haben? Danke! Kam wie gerufen. War wirklich gut. Das wäre natürlich blöd, wenn das abgeschlossen wäre. Okay, ich habe das Stativ, das musst du dir auch hier von hier holen gleich. Ja. So, mein Handy liegt da. Jetzt brauche ich noch einen Akku. Wo ist René? Ich mache jetzt kleine Schritte, so Moonwalk-mäßig. Du bist so ein Angeber, das gibt's gar nicht. Kannst du nicht, ne? Nein, das kann okay, ich nicht. Okay, ich muss jetzt kurz auf die Schritte verzichten, weil ich hole das beim TikTok wieder raus. So, hier ist das Stativ. Warum ist das so anstrengend, Schritte zu machen? Eben keine zu machen.
Das ist das. Ja, aber lustige. Auf seine Schritte zu achten, finde ich viel, viel anstrengender. Ja, das stimmt. Tja, dann viel Spaß. Hochkonzentriert. Kann man mein Gesicht sehen? Ja. Ihr denkt jetzt, jetzt kommt ein cooles TikTok-Video. Und dazu habt ihr... Jetzt... Oh nein, jetzt hab ich mich versprochen! Ich nehme das nicht nochmal auf. So, also, ihr habt auch gutes Recht, ein gutes TikTok-Video jetzt zu sehen, aber ich krieg's nicht hin und es ist nur für eine Challenge. Dementsprechend wurde mir nicht gesagt, das ist blöd! Das hat doch schon abgebrochen. Oh, stimmt, das hab ich ja voll vergessen. Nein, das sieht ja voll blöd aus. Mann, ich bin so blöd. Dann wohl nochmal. Kommt nichts. Ich glaube, es ist durch, oder? Ja. Ja, ich bin fertig. Wir sind bei 1446. Das geht ja. Ja, das geht eigentlich. Ich habe mit mehr gerechnet. Wir bauen das jetzt alles hier nochmal ab, ne? Okay. Ab in die Tasche damit. Sorry, du machst es gerade dir umständlicher, als ja, es eigentlich ist. Ich hab auch gerade gedacht, ich muss gar nicht so weit davor. So, ich stehe ja schon da, wo ich hin muss. Jetzt musst du sowieso los. Akku, kann ich mal den da nehmen? Das, oh, jetzt hast du natürlich. Du musst. Oh nein! Das Stativ! Jetzt musst du doppelt gehen. Voll dumm. Nein, ne? Doch. Komm her. Zieh's doch, du kannst doch da rein. Hallo, du kannst doch mit einem Bein da rein und dann... Doch, es geht natürlich. Boah, jetzt machen wir es auf Klo. Ja, das Stativ ist drüben alles. Alles andere ist drüben. Geh schon mal raus. Ja, mach mal die Tür auf. Bestimmt nicht. Und René ist nicht zu hören. René ist auch nicht da. Kannst du einmal noch zurück, dass wir das nochmal drauf haben? Einmal nochmal kurz zurück, da wie du... Ach, klar! Ich brauch das für die Freunde-WG. So, warte, ich geh rein. Stopp, warte. Warum? Ich brauch das fürs Video. Du brauchst gar nichts. So, dann musst du hier noch den Akku holen, weil hier wäre auch mein Handy gewesen. Können wir einmal kurz appreciaten, was für einen coolen neuen Hintergrund ich habe? Das ist Tokio. Oh! Nein! Aber du bewegst deine Beine, das ist das Problem. Ja, ja. Nee, der bleibt aber bei mir. Der bleibt nicht bei dir. Ich glaube, das geht nach hinten los, weil du bewegst deine Beine noch mehr. Ich hoffe, du fällst runter. Ich hoffe nicht. Nein, mach mal auf, Kahn! Ah, kannst du jetzt mal aufstehen? Du machst dich hier noch... Also, was ist das denn bitte? Ja, hallo, der Stuhl darf da aber nicht stehen bleiben. Nein, nein, nein. Ich will ein... Das war bei mir genauso. Nein! Boah, ich hoffe, du kriegst so viele Schritte dafür. Wofür? Für den Stuhl, weil du dein Bein so viel bewegt hast. Warte mal, ich muss den setzen. Oh, die alte Frau. Okay. Also, ich habe jetzt was gefunden. Jetzt mach! Ey, du chillst hier die ganze Zeit. Wir drehen ein Video. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das direkt hinkriege. Ich nehme das. Okay, das dann ist, jetzt bist du damit befreit? Ja. Dann mit dem Handy? Damit bin ich befreit. Oh, 1515. Ja, das wird, könnte knapp werden. Schauen wir mal. Nein, guck, guck! 8533, ja, aber jetzt hast du es ja hierher getragen. Ja, als ob das 15 Schritte waren! Ja, ich weiß doch nicht. Dann sagen 1520. Wir... 1520. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. 74 Schritte, nein! Yes! Damit hast du die Challenge gewonnen.
Ja, aber wenn wir den richtigen Wert genommen hätten, dann hättest du verloren, das weißt du, ne? Weil du gesagt hast, von da nach da sind wieder mehr Schritte. Und die Aktualisierung hat halt länger gedauert. Ich hab zweimal aktualisiert und dann bist du ja gelaufen, dann war es 2033. Man weiß jetzt nicht, wie viel es jetzt hierher gezählt hat, das tut mir auch leid, aber ich habe gewonnen. Ja, okay, was ist die letzte Aufgabe? Einkaufen gehen. Weißt du, wie wir das aber machen? Wie? Jeder von seinem Studio aus. Okay. Okay, du von deinem, ich von meinem. Ja, wir gehen beide von unserem Studio aus. Ja, aber dann müssen wir es getrennt machen. Genau, okay, was müssen wir holen? Wir müssen beide eine Limo holen, okay. Ein Kaugummi und okay. Ein Brötchen aus dem Brötchendings hinten. Ja, okay. Ja. Gut, wer soll starten? Ich. Okay. Okay, welchen Startwert haben wir? 1576. Gut, okay, alles klar. Ab jetzt beginnt es bei dir, okay? Mhm. Kannst du das jetzt machen, was du willst? Ja, wir sehen uns dann gleich. Muss ich, weil einkaufen, ja, ganz kurz zur Erklärung. Einkaufen können wir jetzt leider nicht zeigen. Das geht momentan nicht. Das wisst ihr vielleicht. Ist momentan etwas schwierig. Aber ich wünsche dir viel Glück. Kamera ist bei mir. Ja. Meld dich entweder übers Handy oder schrei einmal laut. Wir holen die Kamera dann beim jeweils anderen ab. Ja, gut. Finde ich gut. Alles klar. Mit den Sachen. Ja, um sie auch vorzuzeigen, ne? Ja, genau. Zieh dir eine Jacke an. Es ist kalt. Nur zur Info. Eigentlich musst du die Kamera abholen, ne? Weißt du. Komm, hier vorne. Hier. Hier hinpacken, dann ist es in Ordnung. Ja? Ja. Okay. So, wollen wir mal prüfen? Ja. Was zu trinken? Dann haben wir Kaugummi und was aus der Brötchenabteilung. Genau. Gut. Stunde der Wahrheit. Gib mir mal das Handy. Oder sag mal, was für einen Wert du hast. 2814. Knapp 1280 oder 250 ja. Schritte. Ja. Gut. Das ist aber auch ganz schön weit. Du musst ja bis ganz nach hinten laufen. Ja, ich weiß. Gut, okay, alles klar. Die Kamera jetzt ist jetzt bei dir. Yes. Gehen wir von diesem Wert hier aus. 2814, ne? Ja. Good luck, viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Kann ich jetzt? Du kannst. Hallo. Hier auf den Tisch legen. Okay, dann zeig mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ganz kurz hier, Kaugummi, Brötchen und was zu trinken. Was ist? Was ist? Was? Nein. Was ist? Hä? Hab ich, wie, hat er nicht gezählt? Was denn? Hä? Guck mal, das sind 2835. Ja, ist doch super! Wie viele Schritte eintragen bitte? Wie viel? 2835. Ja, damit hast du gewonnen, aber... Wie viele Schritte sind das? Knapp 19 Schritte. Ja, da guckst du, ne? Sag es. Ja, hier ist ein Brötchen. Wo ist der Kaugummi? Da, runtergefallen gerade. Oh, ist das schön! Hey, nein. Ja, wie hast du das gemacht? Ich war klug. Geschummelt? Wie soll ich bei sowas schummeln? Weiß ich nicht. Ich habe das Handy mitgenommen. Hattest du sowas schon da? Hast du es bei Eva geholt? Nein. Warte, stopp jetzt. Habe ich die Challenge gewonnen oder nicht? Ja, du hast gewonnen. Yay! Obwohl, es steht 2-2. Ja, steht 2-2. Ja, okay. Also, ich kann dir sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es ziemlich klug gemacht. Also, es hieß ja nicht, dass wir selber dorthin gehen müssen, oder? Naja. Wir brauchen... Nein, ich habe gesagt, du darfst die Hilfsmittel nehmen. Welche Hilfsmittel? Irgendwelche. Ja, also ich habe mal Claudio gefragt und Claudio war für mich einkaufen. Und ich bin mit dem... Ja, aber Claudio ist doch kein Hilfsmittel, wenn du irgendwie... Was? Ist das jetzt geschummelt? Natürlich ist es geschummelt. Oh. Ey, übertreib doch nicht. Du hast das nicht genau definiert. Ja. Du hast das nicht genau definiert. Ja, habe ich nicht. Aber das ist doch klar, dass du selber dahin gehen musst. Also ich bin nur einmal kurz nach unten also und wieder hochgekommen. Wenn ich dich getragen hätte, dann hätte ich es dir übergenommen, weil du das nicht gefällt hast. Nein, aber das nicht. Ja, okay, dann hast du die Runde halt gewonnen. Gut, 2-2. Okay, damit geht das 2-2 tatsächlich aus, ne? Unentschieden. Ja, heute mal unentschieden. Ich glaube, damit können wir auch leben, auch wenn du jetzt geschummelt hast. Ja, los, jetzt mach. Ich muss echt auf Klo langsam. Ja, okay, Leute, also mir hat Spaß gemacht. Ich fand's cool. Ne? Es war eine gute Challenge. Beim nächsten Mal muss ich gewinnen. Viel Spaß auf Klo. Leute, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres verrücktes Video von uns mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.